Hallöchen, meine Lieben, und ich freue mich, wenn ihr heute hier eingeschalten habt und mich begleitet bei einem neuen Video nach über 4 Monaten Unterbrechung hier auf YouTube. Ich möchte euch da auch gar nicht ohne Erklärung so weiteres durchgehen lassen. Es war ziemlich viel los bei mir, sowohl stressige Zeiten als auch wunderbare Zeiten. Ich habe für mich bloß mitgekriegt, dass ich Prioritäten setzen muss. Und dass ich den Spaß an der Sache nicht verlieren möchte. Und ich habe gemerkt, dass viele Dinge, die ich mit Lillys aufgebaut habe, irgendwann zu so einer Pflichtsache geworden sind. Und ich glaube, ihr kennt das bestimmt alle selber. Pflichtsachen machen nicht immer unbedingt Spaß. Und ich möchte aber, dass diese Sachen, die ich aber auch für euch mache, in erster Linie auch Spaß machen. Es soll für mich keine Verpflichtung sein. Ich möchte keinen Druck mehr dahinter verspüren. Und möchte euch aber trotzdem etwas geben, womit ihr Spaß haben könnt, wo ihr Freude dran habt und wo ihr vielleicht auch noch ein bisschen was lernen könnt. Und deswegen möchte ich gleich auch zu dem weiteren Konzept was sagen. Es wird kein richtiges Konzept geben. Also ich werde nicht versprechen, dass ich jeden ersten Sonntag, was ja jetzt schon schiefgegangen ist, aufgrund technischer Probleme allerdings. Ich habe mir das Ganze dann aber nochmal durch den Kopf gehen lassen und dieses Sonntags mit Lilly schränkt mich ja zeitlich doch schon sehr ein. Deswegen werde ich das jetzt ändern, diesen Hashtag, auf kreativ mit Lillys. Das heißt, ich bin nicht mehr auf einen Tag festgelegt und kann, sobald mir eine Idee kommt, dieses auch umsetzen. Das Einzige, was ich hier und jetzt versprechen werde, dass es mindestens ein Video im Monat geben wird. Wann dieses Video kommt, kann ich nicht versprechen. Und dass es mehr als ein Video wird, möchte ich auch nicht versprechen. Ich möchte keine Erwartungen streuen, die ich dann selber nicht erfüllen kann und was mich dann selber ja auch wieder unter Druck setzt. Und das möchte ich halt einfach nicht. Wir fangen heute mit was ganz Einfachem an. Ich habe für mich eine schöne Technik entdeckt, die ihr vielleicht letzten Monat schon bei mir gesehen habt. Was heißt Technik? Eine Methode, eine Technik. Es geht ums Lettering auf jeden Fall. Diese Methode oder Technik habe ich schon für mein Wallpaper im November angewandt. Und das ist die Imitation des Prägens. Ich habe hier mal ein paar Beispiele. Das ist einmal dieses hier. Und dann noch einmal dieses. Das sollte eigentlich für das Sonntags mit Lillys Video entstehen, aber wie gesagt, ich hatte leider technische Probleme. Deswegen dient mir das jetzt hier als eine schöne Vorlage. Und ja, es wird um farbiges Papier gehen. Diese Sache, die ist nicht nur analog umsetzbar, sondern natürlich auch digital. Also das Wallpaper zum Beispiel, was ich gemacht habe, das ist ja auf einem blauen Hintergrund und das habe ich digital gemacht und vielleicht seht ihr das schon hier. Das ist tatsächlich alles gemalt, aber es hat diesen Effekt von einer Prägung, sodass das nach außen, dass einem das entgegengesprungen kommt. Ne? Von hier oben kommt das Licht, hier unten wirft der Schatten, bei dem genauso. Und das möchte ich heute noch einmal mit euch zusammen machen und euch zeigen, wie das geht. Es ist überhaupt nicht kompliziert, es ist relativ einfach. Es geht hier heute auch nur um simple Blockbuchstaben. Ich zeige euch vom Papier bis zur Skizze bis zum fertigen Werk, nehme ich euch mit und ich freue mich, wenn euch das Video auch gefällt und ja, wir machen jetzt erstmal hier, ich zeige euch erstmal das Papier und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe hier verschiedene Papiere von Clairefontaine. Das sind wunderbare, schöne, feste Papiere. Ich glaube 200 Gramm, ja 250 Gramm sogar, also die sind wirklich sehr, sehr stabil, zumindest die 5 hier. In Blau, Grau, Schwarz, Grün und so ein Creme-Naturton. Die Technik von hier wendet sich jetzt schlecht auf weißem Papier an, weil man sonst den weißen Lichteffekt nicht rausholen kann. Und natürlich auf schwarzem Papier macht sich das auch nicht so gut, weil man dann den Schatten nicht so richtig setzen kann. Deswegen sollte es ein farbiges Papier sein, welches nicht schwarz oder weiß ist. Deswegen nehmen wir das Schwarze hier jetzt mal raus. Und dann habe ich hier noch etwas größere Papiere von Rare Talents. Es ist übrigens keine Werbung, die habe ich mir alle selber gekauft, weil ich einfach fasziniert bin von den Farbtönen. Also hier seht ihr schon, es sind warme Farbtöne. Wenn ich euch den Block mal hier so hochhalte, seht ihr hier so ein schönes, kräftiges Rot, ein Grün und auch so ein Kraftpapier, so wie ich das bei Clairefontaine schon habe. Das ist eine Stärke von 180 Gramm. Und ja, wir haben hier auch so ein cremiges Papier. Ab hier sieht man den Unterschied ganz gut, ne? Zwischen weiß und so einem cremefarbenen Papier.
Dann, wie gesagt, so eine Art Kraftpapier. Einen schönen Grünton, der kommt hier überhaupt gar nicht richtig zur Geltung über die Kamera. Und hier so ein schönes Rot-Orange. Also das ist so eine richtig schöne, kräftige Farbe. Dann geht es hier noch in die kältere Schiene von dem Farbton. Hier seht ihr es, ne? Also hier ist wieder so ein cremiger Ton dabei. Dann gibt es hier so ein helles Grau. Das von Clairefontaine, das ist dunkler. Als Vergleich hier, das ist dunkler. Dann haben wir hier ein helles Blau, was dem hier, dem Denim von Clairefontaine, sehr ähnlich ist. Und dann gibt es hier noch so ein schönes, kräftiges, dunkles Blau. Einfach richtig, richtig tolle Farben. Kann man so schön nutzen oder auch, ja, so schön. Mir fehlen gerade einfach die Worte, weil ich so begeistert bin von dem Papier. Ja, die sind vielseitig einsetzbar. Das wollte ich jetzt sagen. Ihr seht hier auch Gouache, Acryl, Pastell. Und natürlich kann man hier auch mit schwarzen Fineliner und einem weißen Gelroller drauf malen. Zu den Stiften komme ich jetzt aber gleich. Und ich nehme jetzt hier, ich glaube, mein letztes Blatt grün. Ich glaube, ich muss noch eins drin. Ja, ist nur noch eins drin. Das nehmen wir jetzt mal dazu. Ich glaube, ihr seht das gar nicht so, dass das so ein schönes Grün ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser rausholen kann. Das ist eher so mintig grün. Aber ihr seht auf jeden Fall den Farbunterschied zu meinem Untergrund, der ja ebenfalls grau ist. Okay, wir brauchen auch gar nicht viele Stifte. Im Endeffekt für das Lettering brauchen wir zwei Stifte. Ihr braucht einen weißen Stift. Ob das jetzt der Jelly Roll in weiß ist, ob das der Unibail Signo in weiß ist, ob das ein weißer Acrylmarker ist. Das liegt ganz bei euch. Ich habe tatsächlich eigentlich in letzter Zeit gerne einen weißen Acrylmarker benutzt. Leider habe ich letztens beim Saubermachen meine Mine im Abfluss verloren. Jetzt muss ich mir erstmal eine neue kaufen. Und dann braucht ihr noch einen schwarzen Fineliner. Ich habe hier eine 0,3, ich weiß gar nicht, ach hier 0,5. Obwohl ich den sehr, 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 sehr schmal finde. Also da finde ich den 0,3er Fineliner tatsächlich noch dicker als die Linie vom Jelly Roll. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Wir machen das ja jetzt hier auf eine A5 Größe und je dicker der Stift natürlich ist, umso größer könnt ihr auch mit den Buchstaben werden. Umso größer ist auch, ne, wenn ihr mehr Weiß, also eine dickere Linie habt, dann ist ja die Angriffsfläche viel höher als Lichteffekt. Aber wir machen das hier sehr schmal, so auch wie hier. Ne? Das ist eine leichte Prägung und ja, so tief wollen wir dann da gar nicht gehen. Als erstes machen wir uns noch eine Skizze. Ich möchte das jetzt nicht direkt hier drauf machen. Dann nehmen wir uns noch ein weiteres Papier zur Hand. Dann brauchen wir noch einen Bleistift. Und dazu nehme ich mir noch ein Geodreieck zur Hand. Denn ich möchte auch wie hier kleine und große Buchstaben verwenden. Und habe mich für Hip Hip Hurra entschieden. Fragt mich nicht warum. Ich habe mich einfach jetzt dafür entschieden. Ich überlege gerade bloß die ganze Zeit, wie wir es machen. Hurra wird mit Doppel-R geschrieben. Hip, hip, hurra. Hurra oder hurra? Hurra. Okay. Wir fangen mal hier oben an. Das ist, wie gesagt, nur eine Skizze. Die muss nicht perfekt sein. So, das ist natürlich einmal die Mitte, ne, und dann die einzelnen Zeilen. Und ich fange jetzt hier oben mit dem Hip-Hip an. So. Ich weiß, ich möchte Blockbuchstaben, aber vielleicht kennt ihr die Methode sogar schon, die Methode ist halt super einfach, um Blockbuchstaben zu machen. Und zwar rahme ich die jetzt hier einfach nur noch ein, die Buchstaben. Ihr werdet den Effekt gleich sehen.
So, jetzt habe ich die Skizze hier fertig und die möchte ich jetzt natürlich auf dieses Blatt übertragen. Das macht sich am einfachsten, indem ich die Rückseite schraffiere und es wie eine Blaupause benutze. Jetzt werde ich hier einen weichen Bleistift, werde aber mir das auf eine Unterlage legen, weil ich hier so einen Papieruntergrund habe. Nutze einen Bleistift mit 4B und schraffiere jetzt hier den Hintergrund. Sehr großzügig. Wir können hier schon sehen, dass sie es da schon tatsächlich übertragen hat, aber ich möchte es ja hier auf diesem Papier. Und das brauchen wir dann so rum. Versuche es jetzt mal mittig zu schieben. Werde es mir noch festkleben, dass es nicht verrutscht. Und zeichne jetzt hier einfach nur noch mal nach, was ich skizziert habe. Gucke ich dann auch gleich als Kontrolle und ihr seht es vielleicht ganz leicht nur. Ja, es drückt durch, das ist das Ziel. So, die Skizze ist komplett durch. Ihr könnt es so ganz leicht sehen und erahnen. Und jetzt bleibt eigentlich noch eins und jetzt müssen wir noch mit Weiß und Schwarz nachzeichnen. Und ich fange mit dem Schwarzen an, denn ihr werdet dazu nämlich einen zusätzlichen Effekt noch sehen, den man auch ohne das Weiß hinbekommt. Und das kann man dann auch gut auf dem weißen Papier machen. Oder umgedreht dann natürlich auf schwarzem Papier, wenn man Weiß benutzt. So, wir überlegen jetzt natürlich, von hier oben kommt das Licht, ne? So habe ich es ja auch bei diesem hier. Von hier oben kommt das Licht, das heißt, das Weiß strahlt hier gegen. Das heißt, auf der linken unteren Seite fällt der Schatten und dort sind dann die schwarzen Linien. Bei kantigen Buchstaben ist das noch relativ einfach umzusetzen. Schwieriger wird es dann bei einer Schräge, also beziehungsweise bei einem Bogen. Da muss man dann schauen, na, wie weit fällt das Licht? Wo setze ich mit dem Schwarz an? Das kann ich euch zum Beispiel bei dem Beispiel hier zeigen, dass ich es hier ein bisschen zu weit oben angesetzt habe. Auch bei dem C, das hätte ich ein bisschen weiter unten ansetzen müssen. Ja, nur so als Beispiel. Und hier könnt ihr schon den ersten Effekt raussehen, oder? Man kann sofort lesen, was dort steht. Aber hier habe ich einen Strich vergessen. Und nehmt euch ruhig Zeit bei dem Linienzeichnen, denn auch wenn man es jetzt nicht sieht, hier ist mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen. Hier habe ich bei dem die schwarze Linie gezogen. Ich dachte mir, oh nein, aber nein, keine Panik. Denn das Weiß, das deckt wirklich sehr gut. Und hier bin ich dann einfach mit dem Weißen wieder drüber gegangen und man sieht gar nichts. Aber trotzdem, nehmt euch Zeit, macht in Ruhe, konzentriert euch. Habe ich was vergessen? Nö, sieht gut aus. Da haben wir den ersten Schritt durch. Dann gehen wir direkt mit dem zweiten ran. Nehmt euch vielleicht, das ist doch, ist die richtige Skizze. Schaut vielleicht hier nochmal, ob euer weißer Stift funktioniert. Und dann können wir direkt weitermachen.
da kommt dann schon dieser geprägte Effekt. Also ich finde, man sieht sofort oder man hat sofort das Gefühl, es kommt einem entgegen. So, mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Wir sind fertig. Ich hoffe, es gefällt euch, was wir hier heute gemacht haben, so als erstes Video nach langer Pause. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ja, vom Blog ab. Und freue mich, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen was dazugelernt habt und wenn ihr das Ganze in den sozialen Medien teilen möchtet und den neuen Hashtag Kreativ mit Lillis dazu verwenden möchtet, vielleicht kurz ganz dazu, also vielleicht noch kurz dazu, warum Kreativ mit Lillis. Ich möchte nicht Lettern mit Lillis oder Malen mit Lillis, wenn mich das zu sehr einschränkt. Kreativ mit Lillis, da kann man halt vielleicht auch mal basteln, ist jetzt vielleicht das richtige Wort, aber wir haben ja hier auch schon kleine Daumkinos gemacht oder Glückwunschkarten gemacht oder ja, irgendwie sowas in diese Richtung. Und deswegen finde ich Kreativ mit Lillis, das schränkt mich und auch euch vielleicht in euren Erwartungen nicht zu sehr ein. Deswegen, es geht hier um Lettern, ums Malen, ums Kartenmachen, um einfach kreative Dinge auszuprobieren und ja, euch an Person zu bringen. Und darüber freue ich mich sehr. Und wenn euch das jetzt hier heute, dieser kleine neue Einstieg gefallen hat, dann freue ich mich auf einen Daumen hoch natürlich, nicht einen Daumen nach runter. Wenn ihr regelmäßig informiert bleiben wollt, dass ein neues Video kommt, folgt mir gerne auf Instagram, @lillis.berlin und schaltet auch hier bei YouTube das Glöckchen ein, dass wenn ein neues Video kommt, dass ihr eine Benachrichtigung bekommt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Auf mehr will ich mich gar nicht äußern, denn ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video schaut. Und wünsche euch viel Spaß und einen, ja, herrlichen Tag. Macht's gut. Tschüss.